Hi, willkommen zurück zur Abenteurer-WG und wir sind hier weiterhin in Ägypten mit Steve, Sakura und Violet und sind hier an dieser Stelle stehen geblieben und jetzt bleibt doch das Spiel stehen, wo Sakura hier eine versteckte Tür finden sollte. Und die hat mich auch darauf hingewiesen, dass wir hier in diesem Badezimmer noch den Sternschlüsselstein vergessen haben. Aber den werden wir natürlich mitnehmen und schon haben wir die ja, die Geheimtür gefunden und hui, hier geht's ab. Das Lokal des Abends ist ausgemacht. Yay, das liegt daran, dass Violet ja in der einen Bar ist, der Lokalbar, die da drüben. Und Steve ist währenddessen hier in der Nähe des Basiscamps mit der Anfängerquest. Ja, halt einfach, weil er da mal ein bisschen schauen möchte und dann werden wir mal schauen, was Steve so machen kann. Wir haben hier einen Sternschlüsselstein gefunden. Und ja. An die Wand, also die, wo Steve gerade ist, ist eine Nachricht geschmiert. Jeder gute Forscher sollte immer ein Zelt und getrocknete Lebensmittel griffbereit haben. Der Eingang hat sich hinter mir geschlossen. Doch zum Glück bin ich vorbereitet. Ich bin zuversichtlich, dass ich schon bald einen Ausgang finden werde. Okay, ich glaube da irgendwie weniger dran, aber ja. Soll der Typ doch gute Hoffnung sein. Wir werden hier gleich mal um ein Autogramm gebeten. Interessant. Lassen wir mal die Bar erstmal ein bisschen laden. So, da ist sie auch schon. Ja. Übrigens habe ich ab dieser Folge, also ich habe es auch in dem Hausbau-Video selbst, aber auch ab dieser Folge, verlinke ich euch jetzt den Exchange-Link zu dem Haus. Das habe ich endlich mal hingekriegt, habe endlich mal Zeit gefunden, das zu machen, zwei, drei Sachen auszubessern, die aufgrund von Custom Content irgendwie komisch aussahen. Und also ich habe es bisher noch nicht wirklich hochgeladen, aber ich hoffe, dass das klappt. Schaut auf jeden Fall einfach mal vorbei in der Videobeschreibung, ob da ein richtiger Exchange-Link vorhanden ist, beziehungsweise ob überhaupt einer vorhanden ist. Vorher war da ja keiner. Und ja, dann könnt ihr das Haus herunterladen. Ich hoffe, dass euch das gefällt. Wir können hier erstmal ein bisschen Golf üben, bis der Abend dann vorangeschritten ist. Und wir vielleicht noch das ein oder andere sonstige finden. So, öffne mal hier eine Truhe. Wir waren ja mit Violet auf der Suche, uns auf die Suche nach einem Urlaubsflirt machen und deswegen warten wir dann mal lieber ab, bis da noch der ein oder andere weitere kommt, dass wir da ein bisschen Auswahl haben. Und Sakura kann hier ein paar Steinchen entfernen und dann können wir uns hier auch draufstellen. Und das wird hier garantiert nur so eine Geheimtür öffnen, dass man dann hier schneller wieder nach draußen kommt. Das hier wird dann auch dadurch freigesetzt. Und dadurch klappt das. Violet übt Golf, wie gesagt, und unser lieber Steve kann dann mal die Tür öffnen und mal schauen, was wir dahinter finden. Eine Druckplatte, yay! Dann stellen wir uns mal drauf und dann können wir die Treppe hier unten nehmen und uns auch hier wieder draufstellen. Yay! So, und dann geht's hier durch die Tür. Und hier haben wir eine schwerere Druckplatte, eine Dauerdruckplatte oder so. Also eine, wo man dauerhaft was draufstellen muss, wie zum Beispiel diese schweren Statuen, damit das aktiviert bleibt. Yay! Wir haben hier zwar so ein bisschen Elektrik-Krams, aber das sollte uns ja nicht weiter stören, denn das ist sowieso eingemauert und interessiert uns nicht. Da wollen wir gar nicht lang gehen. Wir wollen stattdessen lieber die Treppe hochgehen und mal schauen, was sich da so verbirgt. Haben wir erstmal ein paar Edelsteine gefunden und Steve kann hier durch die Tür gehen. Mal schauen, was sich dahinter verbirgt. Weitere Statuen und Druckplatten. Ja, dann ziehen wir ein bisschen. Los geht's. Interessant, wie hier die Musik sich laut wird. Jetzt hätte man Radio angemacht. Aber hier ist ja eigentlich keins. Du kannst auch mal einen Apfel essen. Und dann können wir hier durch diese Tür gehen. Was auch immer sich hinter dieser Tür verbergen wird. Wir sind ja nach wie vor in der Sphinx, nur für die Leute, die es vergessen haben.
Kann ja durchaus möglich sein. Und wir haben irgendwelche komischen, ja, kann man das Statuen nennen? So komische Gebilde gefunden, so Kunst, würde ich sagen. Könnte man als Kunst durchgehen lassen. So, und dann einmal durch die nächste Tür. Wir hatten ja noch nicht genug Türen. Oh, und schon haben wir die Herausforderung abgeschlossen. Das ging schnell. Gruft der Entdeckung. Super, dann können wir gleich mal die Truhe öffnen. Und können das Zeugs mitnehmen. Und dann können wir hier mal in der Geheimtür schauen. Das müssen die Unterlagen sein, von denen Farid Kamir gesprochen hat. Komisch, das Symbol auf dem Ordner sieht aus wie das von Morbokorp. Farid Kamir sollte das so schnell wie möglich bekommen. Und wir schauen mal, was hier drin ist. Und weil er hat zu Ende gegolft. Mal schauen, was sich hier verbirgt. Sieht ja schon echt cool aus mit den Statuen hier. Und mit dem blauen Licht. Und hier drin. Ah, haben wir wieder eine Aufgabe abgeschlossen und wir sehen hier diese wunderschöne Statue. Und die hat auch einen weiteren Zweck, nämlich das ist genau die, von der ich schon gesprochen habe. Die kann einem von dem Fluch heilen, von dem Mumienfluch, den man kriegen kann, wenn man von einer Mumie halt verflucht wird. Und dann kann man sich hier von der heilen lassen, dann ja, erbarmt die sich einem und gibt einem. Keine Ahnung, den Seelenfrieden. Keine Ahnung, wie genau das funktioniert. Wir kehren jetzt erstmal in die Lokalbar ein, nach hier mit Sakura, wenn wir hier soweit fertig sind. Du kannst hier das Zeugs nehmen, das öffnen und dann hier die Treppen nehmen. Und währenddessen schauen wir mal mit Violet, ob wir hier den ein oder anderen Sim haben, mit dem wir mal was anfangen können. Armin Musa haben wir hier. Ich nenne ihn mal so. Keine Ahnung. Und wir haben hier Yusuf Nagi, aber der haut gerade ab. Deswegen widmen wir uns diesem netten Herrn mal. Wir können ihn gleich mal ganz charmant begrüßen. So, du kannst das mitnehmen. Nehmen wir auch wieder gleich neue Relikte. Weiß gar nicht, ob Sakura auch ihre Relikte an Steve geben kann und dass die Aufgabe genauso erfüllt. Oh, wie viele Edelsteine wir gefunden haben. Oh, noch mehr. Die sehen aber nicht alle aus der Sphinx, oder? Das ist echt viel, was wir da haben. So, komm erstmal hierher. Nicht an ihm vorbeilatschen. Grüß ihn bitte mal. Dann können wir dir ein bisschen was aufgeben, dass du ihn ein bisschen kennenlernst. Kennenlernen. Loben, schmeicheln, einen Tratsch verbreiten. Sakura schwimmt gerade und Steve, der Gute, kann dann hier gern mal drauftreten, die Truhe öffnen. Dann kann er seine Unterlagen abliefern. So, einmal noch in die Truhe schauen, was wir da denn Schönes drin haben. Ein bisschen Kupfer. Klar, nehmen wir gern mit. Und dann kannst du deinen Kram machen. Und dann treffen sich die beiden Mädels hier in der Lokalbar. Machen aber grundsätzlich Unterschiedliches. Haben wir hier eigentlich keine Musik eingemacht? Nein. Dann machen wir mal ein bisschen Pop. Pop passt da ganz gut. Ah, jetzt hört man noch ein bisschen was. Und schon haben wir uns mit ihm angefreundet. Und der ist athletisch. Wir können ja dann noch mal fragen, ob er überhaupt Single ist und wie sein Tag so war. Und ihn gerne ein bisschen anflirten und ihm Komplimente über sein Aussehen machen. Dann fragen wir mal, wie alt er ist. Obwohl das jetzt eigentlich auch nicht so wichtig ist, wenn er ein bisschen älter ist. Er ist ja eh nur ein Urlaubsflirt. Er ist ja keiner, mit dem wir was dauerhaft wollen. Außer er findet, dass er gut zu uns passt, beziehungsweise zu Violet. Dann können wir ihn gern auch weiterhin als festen Freund dann so nehmen und wisst schon, dass wir das ein bisschen weiterführen und wir ihn auch mal mit nach Hause einladen und solche Sachen. Das könnten wir natürlich gern machen, wenn ihr das möchtet. Aber jetzt erstmal vorrangig wird es auf jeden Fall erstmal ein Urlaubsflirt werden nur. So, was haben wir denn noch? So, ja.
So viel Schönes haben wir da jetzt nicht. Können ihm dann tief in die Augen blicken und dann mal das Lied von ihm lernen, das romantische Lied von Ägypten. Das ist ganz praktisch, weil jedes Land hat ja einmal so ein normales Lied, was man auch Kindern vorsingen kann, und dann hat es einmal so ein romantisches Lied. 13 Tage jünger, yay! Wodurch, was man dann halt jemandem vorsingen kann, wo der sich dann geschmeichelt fühlt. Und wir sind in der Aufgabe einen Schritt weiter. Du bist mit dem Leben davon gekommen? Das ist dir großartig. Es wird ein wenig dauern, die Papiere zu entschlüsseln. Bis dahin hat Morbokop andere Aufgaben für dich. Melde dich bei meinem Lakaien Salah Kamil. Okay, das klingt, als wäre es jemand in seiner Familie. Ich traue dieser Person zwar nicht ganz, aber seine Angestellten kann man sich schließlich nicht aussuchen. Tu, was man von dir verlangt. Also, nur nochmal zum Zusammenhang. Das ist anscheinend Bruder, Schwester, Mutter, irgendwas, irgendein Verwandter, weil er heißt Farid Kamil. Und er traut diese Person zwar nicht ganz, aber seine Angestellten kann man sich nicht aussuchen. Ja, Familie auch nicht, was? Das finde ich sehr lustig. Ah, so Sims. Aber apropos Sims, in letzter Zeit ist mein Spiel öfters abgestürzt. Ich spiele hier diese Folge nicht schon das erste Mal. Nein, auch nicht das zweite Mal. Deswegen speichere ich jetzt mal kurz ab. Aber es geht auch gleich an genau der Stelle wieder weiter. Warum auch nicht? Und ja, wir lernen jetzt ein Lied. Können wir auch gleich ein bisschen zuhören. Der Amin sieht doch ein bisschen komisch aus, weil irgendwie die Grafik von seinem Körper und von seinem Gesicht irgendwie unterschiedlich sind. Und ist aber einfach nur ein Grafikbug. Der sieht eigentlich ein bisschen besser aus. Einfach ignorieren. Ich weiß jetzt gerade nicht auf die Schnelle, wie man das ändern kann, außer ihn mal kurz zu bearbeiten, aber so schlimm ist das nicht. Man sieht ja, wie er aussieht. Und das ist, glaube ich, noch Sims-Textur, das Gesicht. Und der Rest ist halt so Custom-Content-Hauttöne, weil ihr ja wisst, dass ich mittlerweile Custom-Content-Hauttöne für alle meine Sims habe. Beziehungsweise die auch schon so gemacht werden, weil ich dadurch, dass ich die habe, eigentlich gar keine normalen EA-Hauttöne mehr im Spiel habe, so wirklich. Ich habe zumindest bisher nicht gefunden, wie die, wo die sind und wie man die dahin macht. Beziehungsweise alle, die vorher normale Haut hatten, haben jetzt so ein bisschen Custom-Content aussehende Haut, weil die Sims hier hatten das ja auch nicht und da sieht die Haut ein bisschen anders aus. Aber ja, da gibt es halt manchmal so ein paar Probleme. Und für die, die nach wie vor fragen, wo ich die her habe, die habe ich von einer anderen Person von YouTube, von Steph aus Sims. Die hat da so einen Mods-Ordner, also mit all ihren Custom-Content und Mods-Krams, den sie da im Spiel hat. Den habe ich mir runtergeladen und habe mir aber nur die Hauttöne genommen. Und ja, finde ich ganz schön und ganz praktisch. Da könnt ihr ja dann mal suchen, falls ihr die auch wollt, weil selbst ich kenne mich mit diesen Seiten und allem überhaupt nicht aus. Aber genug zu dem Thema. Jetzt erstmal zur nächsten Aufgabe. Ich bin Salah Kamil. Farid Kamil hat mich mit den schwierigeren Aufgaben dieser Mission betraut. Die typische Arbeitsmoral bei Morbokorp. Große Gewinne einstreichen wollen, aber vor Schwierigkeiten zurückschrecken. Der Chef hat das Budget für diesen Bereich nicht richtig berechnet. Offensichtlich erwarten die Einheimischen, bezahlt zu werden. Na, sowas aber auch. Dazu musst du 4 Türkisstücke finden, mit denen ich sie auszahlen kann. Beginne deine Suche auf der anderen Seite des Flusses nahe der Pyramiden. Dort könntest du fündig werden. Ich würde aber sagen, dass wir jetzt erstes Mal zum Markt gehen. Wer ist denn überhaupt Farid? Salah Kamil? Ah, eine alte Dame. Seine Mutter vielleicht. Und der Person traut er nicht ganz. Ja, so ist das im organisierten Verbrechen. Und dann gehen wir hier zur Reliktekasse, weil ich glaube, da könnten so Türkisstücke dabei sein, wenn sie die gerade verkaufen. Und da können wir uns ein bisschen Arbeit sparen. So, nochmal ein bisschen flirten. Ein Kompliment über seinen Charakter. Nochmal tief in die Augen blicken. Gestehen, sich angezogen zu fühlen, und dann können wir gerne einen überschwänglichen Kuss riskieren, obwohl das auch kein wirkliches Risiko... Nein, ihr sollt kein Risiko rechnen. Habe ich das angeknickt? Ernsthaft? Okay. Ein Glück habe ich das noch bemerkt. Das sollten sie eigentlich nicht gleich machen. Allgemein sollten sie das nicht machen. Ich glaube nicht, dass Violet ein Kind möchte. So, ja. Wir sind jetzt ein Rotzlöffel. Weil wir ja schon eine Affäre sozusagen haben an jemanden aus Frankreich.
Wer war denn das nochmal? Erstmal schauen. Also hier sind wir bei der Reliktekasse und wie wir hier schon sehen können, haben wir gleich zwei Türkise. Türkis irgendwie. Die anderen Sachen brauchen wir nicht kaufen. Ich meine, könnten wir theoretisch, um unsere Sammlung zu vervollständigen, aber wir machen das natürlich auf die altmodische, coole Art und Weise des Relikte-Sammelns und nicht einfach Kaufens. Genauso wie wenn man so tut, als würde man angeln und kauft dann die Fische und fängt sie gar nicht. Was ist das denn? Ah, hier steht ein Sim. Eine Forscherin. Na dann forsch mal im Sand. So, wir sollten hier suchen. Also hier liegt auf jeden Fall immer einer. Und hier hinten meistens auch. Ja, hier liegt noch einer. Und hier sind zwei. Und ich würde mal sagen, wir suchen oder wir holen die beiden, weil hier führt eine normale Straße hin, die wir mit Auto oder Moped oder was auch immer wir dann haben werden. Oder spätestens Taxi als letztes, wenn wir gar nichts haben. Schneller befahren können, als den ganzen langen Weg von hier bis nach hinten an den Strand zu laufen. Das dauert immer Stunden und das wollen wir natürlich vermeiden. Und deswegen machen wir das so. Und du kannst ja mal Nabila Musa kennenlernen. Scheint die Schwester von Amin, weil er ist ja Single, ist also nicht seine Frau oder Freundin oder so, sondern Schwester vielleicht. Wie Mutter sieht sie nicht unbedingt aus. So. Dann kannst du ihn gern küssen und gerne ein bisschen rumschmusen. Bisschen am Arm. Wir können auch zusammen ein romantisches Foto aufnehmen, warum nicht? Und du kannst sie gern ein bisschen kennenlernen. Und ihr Märchen erzählen. Märchen kommt bei jedem gut an, denke ich mal. Warum auch nicht? Einen Hitzkopf musst du ihr nicht unbedingt geben. Und wir haben Charisma Level 8 erreicht. Das ist sehr schön. Weil es wird ja immer besser. Jetzt können wir vergnügt und verführerisch begrüßen verwenden. Vielleicht können wir das nächste Mal das verführerisch begrüßen bei Armin machen. Oder Armin. Ich habe keine Ahnung, wie man Wörter ägyptisch ausspricht. Deswegen habe ich auch keine Ahnung, wie der heißt. Wenn ihr es wisst, das wäre cool. Oh, wir werden hier gerade massiert. Das habe ich gar nicht wirklich realisiert. Das ist toll. Der ist echt nett. Das ist ein richtiger Gentleman. So muss das sein. So, wir gehen dann mal hier mit Armin rein. Machen ein bisschen weniger Gentleman-like. Und ja, und schon haben wir einen Türkis gefunden. Auch noch einen zweiten. Ich würde sagen, du kannst dann mal ins Basislager zurück. Obwohl, warte mal, hast du ein Zelt? Ja. Dann kannst du stattdessen lieber hier mal zelten über die Nacht. Wenn wir das hier schon haben. Das ist ja die Richtung. Ich habe, glaube ich, noch Move Objects On aktiviert. Ist hier denn irgendwo Platz? Das sollte schon sein. Ah, hier. Hier ist Platz. Dann kannst du da drin schlafen und ja, musst nicht erst ins Basislager zurück und außerdem ist das viel abenteuerlustiger, wenn du selbst ja, dein eigenes Zelt aufschlägst. Du kannst ein bisschen Karaoke singen machen. Und ihr beide könnt gern mal in die Kabine versinken. Versinken? Nein, verschwinden. Trainiere 4 Stunden, machen wir immer gern. Das ist ja eigentlich eine richtig praktische Aufgabe, weil die kann man immer mal wieder so hin und wieder machen. Kann man sie bitten mitzumachen? Ja. Ja, sie kann mit einsteigen. Ach nee, reinsteigen. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht mit ihr in den Whirlpool. Ich wollte eigentlich, dass sie mitsingt. Ha. Naja. Dann kannst du gerne noch einen Drink trinken, wenn du dir das schon wünschst. Können wir noch den Konfettiwerfer trinken? Ist der jetzt da reingegangen? Und dann können wir das Techtelmechtel gleich mal mitmachen. Geh mal rein, Violet. Komm schon. Ah. Okay. Dann machen wir das hier nochmal. Bleib hier. Komm schon.
So, du schläfst ein bisschen. Bis 6:30 Uhr. Dann ist er früh wieder wach für die nächsten Abenteuer. Und die beiden haben hier erstmal noch ihr privates kleines Abenteuer. Können wir die ganzen Lautsprecher nicht mal einschalten? Das wäre doch eigentlich praktischer. Das sollte doch eigentlich überall die Musik kommen. Ist hier draußen noch. Du kannst auch was essen, Kleine. So ist es nicht. Geht mal da rein. Damit wir das dann auch erledigt haben. Weil schadet ja nicht und füllt den Spaß auf und steigert die Beziehung. Ich denke da nur an das Praktische. Ist auch wirklich praktisch. Ist mal ehrlich. So, du kannst dann gleich nochmal reingehen. Oh, das war ein bisschen enttäuschend, was? Das ist schade. Das tut mir leid für dich, Violet. Kann nicht jeder ein guter Liebhaber sein. Aber vielleicht finden wir irgendwo anders noch einen, der dir beliebt. Und jetzt würde ich die beiden Sims noch nach Hause schicken. Die gehen dann in ihr Basiscamp, aber, weil die haben auch kein eigenes Zelt im Inventar. Ja. Und schlafen da dann im Basiscamp-Zelt. Und ja, weil das braucht gerade ein bisschen, bis die dann da ist. Und dann würde ich sagen, beende ich die Folge hier und wir sehen uns dann in einer nächsten Folge wieder, wenn alle ausgeschlafen sind. Oder, naja, Steve wird bald ausgeschlafen sein. Und ja, bis dahin sage ich Tschüss.